erste FFC Frankfurt empfängt zu Hause im Stadion am Brentanobad den MSV Duisburg. Und für die Duisburgerinnen geht es um verdammt viel. Sie sind abgerutscht auf den 11. Platz. Punktgleich mit dem 10. Leverkusen, dem rettenden Ufer. Aber es braucht mal wieder Punkte, Dreifachpunkte für das Team von Thomas Gerstner und in Hellblau die Frankfurterinnen mit dem besseren Start. Wir sind in der 14. Minute, Eckball, und dann treffen sie gleich. Sjoke Nüsken mit ihrem 5. Saisontor, aber schwach verteidigt von den Duisburgerinnen. Viel zu viel Platz für die Frankfurterinnen, und dann steht es früh in der Partie 1:0. Der Frankfurter Trainer Nico Anautis hat eine harte Partie vermutet. Hier der lange Ball, dann geht Reuteler zu Boden und Schiedsrichterin Melissa Joos zückt die rote Karte gegen Claire O'Riordan. Die Dame aus Irland hier mit dem klaren Foul, aber war es eine Notbremse? Eher nein, weil Moore eigentlich nebendran noch hätte eingreifen können. Gelbe Karte hätte es auch getan, aber die Duisburgerinnen früh und lange mit einer Frau weniger. Offensiv war wenig zu sehen. Wenn, dann war diese Antonia Halverkamps gefährlich. Erste gute Aktion. Nico Anautis, der Trainer der Frankfurterinnen, konnte eigentlich zufrieden sein. Dann aber der Schreckmoment. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Das Foul von Morina gegen Nüsken. Nüsken musste verletzt runter. Es gab keine Karte gegen Morina. Das war nicht ganz nachvollziehbar. Aber die Strafe folgte auf dem Fuß. Die Kapitänin Tanja Pawolek mit einem schönen Freistoßtor. Ihr erster Saisontreffer, schön reingezirkelt, keine Chance für Maike Kemper. 2:0 zur Halbzeit, und Nüsken humpelte in die Kabine. Bei ihr sah es nach einer Verletzung am rechten Knie aus. Rein in den zweiten Durchgang, gute Möglichkeit, beste Möglichkeit für Nina Lange. Die macht da viel zu wenig draus. Und Frankfurt, ja, die spielten das locker flockig runter. Die Ex-Duisburgerin Barbara Dunst mit dem Versuch aus der Distanz. Kemper war noch dran, lenkt den Ball hier an die Latte. Das 3:0 war eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber es dauerte und es dauerte bis zur 85. Minute. Laura Freigang wird geschickt, und das ist halt ihre große Qualität. Schöner Pass von Aschauer und Freigang mit Saisontor Nummer 15. Sie hat jetzt in 5 Spielen in Folge immer mindestens ein Tor erzielt. Und es waren jetzt ganz wilde, ja, Minuten. Die Duisburger hatten tatsächlich mal eine Antwort parat. Zielinski mit einer schönen Flanke, die eingewechselte Angerer. Das Ehrentor. Nur noch 1:3, erstes Bundesliga-Tor für Angerer. Und es bleibt dabei, Frankfurt kann einfach nicht mehr zu Null spielen. Sieht Thomas Gerstner nochmal ein Aufbäumen von seiner Mannschaft. Die Antwort ist schnell gegeben. Nein, das 4:1. Die eingewechselte Shakira Martinez. Eiskalt. Guter Laufweg, guter Abschluss. 4:1. Alter Abstand wiederhergestellt. Und dann in der 90. Minute Feiersinger mit dem Zuckerpässchen und Freigang mit dem Doppelschlag. 7 Tore in den letzten 5 Spielen, aber wenn man so einfach gemacht bekommt, ja, dann macht so eine Torjägerin natürlich einen Doppelpack. 5:1 am Ende für das Team von Nico Anautis. Ja, und Duisburg bleibt unten hängen. Nix war's im Kampf und im Klassenerhalt mit wichtigen Auswärtspunkten. Top-Spiele der Feueralarm Frauen-Bundesliga live bei Magenta Sport.